When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. So, ihr Lieben, ganz dunkel hier. Wir haben jetzt Alexandro zu seinem Freund gebracht, der wollte ein bisschen mit ihm spielen. Und mit dem Auto kannst du vergessen, da hätte ich jetzt so lange kratzen müssen. Deswegen haben wir ihn zu Fuß gebracht. Da habe ich zum Ermin gesagt, komm, wir gehen noch ein bisschen spazieren und bringen wir ihn zu seinem Freund. Und ja, dann waren wir noch kurz bei DM und bei Edeka. Ich zeige euch mal, was ich geholt habe. Ich habe so eine Bürste gebraucht, so eine neue. Ich mag das ja, wenn die so richtig kratzig ist für den Rücken. Ja, dann habe ich mir hier eine von Evelyn geholt und da stand auch neu drauf für 4,95. Das war auch das Einzige, was ich von DM gekauft habe. Dann waren wir bei Edeka, da habe ich Hotdog-Brötchen mitgenommen. Ich würde hier noch ein Würstchen haben für Alexandro, so ein Hotdogs machen. Dann mag der Alexandro gern hier so diese Vanillepuddings. Habe ich ihm 2 Stück geholt. Auch für ihn, für die Schule. Das war alles runtergesetzt, deswegen habe ich da jetzt immer doppelt von geholt. Für die Schule mal so eine Waffel immer mit. Und Actimel war auch auf 1,50. Da habe ich dieses Multivitamin für ihn mitgenommen. Ja, das war's. Der kleine, aber feine Einkauf. Hallo zusammen. Wir haben jetzt gerade Mittwochabend. Irgendwie hatten wir heute nicht so ein richtiges Essen. Nur so einen kleinen Snack zwischendurch. Wir haben eigentlich HelloFresh-Boxen, aber haben das jetzt auf einen Tag alles aufgeschoben. Und jetzt haben wir uns einen leckeren Salat gemacht. Den zeige ich euch mal. Der schmeckt hoffentlich. Schaut mal. Salatherzen mit Tomate, Lauchzwiebel, Schafskäse, ein paar Oliven. Hier noch schön mit Tomate, Chili, die Garnelen. Dann hat Niki ein Dressing gemacht. Sieht sehr gut aus, finde ich. Und wir haben gerade das Auto freigekratzt, weil wir einmal weg mussten. Es stand seitdem das Schneechaos losgegangen ist, einfach so auf seinem Platz, ohne dass ich drum gekümmert wurde. Und ja, ich habe erstmal eine halbe Stunde kratzen müssen, weil da so dick Eis drauf war. Diät läuft, sagst du? Hey ihr Lieben, heute ist Donnerstag, ne? Heute ist Donnerstag und ich war heute Morgen beim Arzt. Wegen meinem Herzen erzähle ich euch aber gleich in Ruhe. Ich wollte euch nur sagen, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Radio Oberhausen. Ja. Weil ich habe gestern, ich zeige euch das mal, also die hatten so eine Challenge, die hieß irgendwie Snowface Challenge oder so. Und da habe ich Ermins Video hingeschickt, weil Ermin ist da so richtig in den Schnee reingesprungen. Und dann habe ich das da hingeschickt und ja, Ermin hat da eine Tasse gewonnen von Radio Oberhausen. Signieren die die? Ich glaube schon, ja. Cool. Auf jeden Fall, das war hier dieses Video. Moment, ich zeige euch das mal. Oder dieser Boomerang. Oder so richtig. Moment, ich zeig noch mal. Wo der so richtig reingesprungen ist in den Schnee. Ja, und da haben die den Ermin angeschrieben, dass der sich eine Tasse abholen kann von Radio Oberhausen. Und die holen wir jetzt ab. Und danach müssen wir, boah, ich sehe gar nichts mehr, danach müssen wir zu Mamas Wohnung, neue Wohnung. Boah, Schnee und Sonne, ne? Jetzt sieht man meinen Kopf nicht mehr in der Kamera. Danach müssen wir zu Mamas Wohnung ausmessen, weil wir gleich den Boden holen. Ich sehe nichts mehr, ich melde mich später. So, ich fahre jetzt in den 5. Stock und hole meine Tasse ab von Radio Oberhausen, die ich gewonnen habe. Ich bin ja gerade im Fahrstuhl im Gebäude. Mal gucken, ob ich gleich ein bisschen filmen darf. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt hier gerade angekommen. Ich hole jetzt hier meine Tasse ab, die ich gewonnen habe. Die wird mir jetzt übergeben.
Hier, bitteschön. Danke viel sehr. Viel Spaß damit. Dankeschön. Was hier draus getrunken? Kaffee oder Tee? Kaffee, aber die ist ja signiert. Mal gucken, ob die überhaupt benutzt wird. Ja, viel Spaß damit. Danke, ciao. Ciao. Man darf immer nur allein in den Fahrstuhl, deswegen gehe ich jetzt die Treppen runter. Hier ist nochmal tja, was wird draus getrunken? Schauen wir mal. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, aber ich weiß nicht, soll ich die Tasse wirklich benutzen? Was meint ihr? Da ist eine Unterschrift drauf, ich habe die extra signieren lassen. Ich glaube, die wird einfach ein Dekostück. Oder was meint ihr? Wir haben ja jetzt hier unsere HelloFresh-Box und haben ja gestern pausiert und einen Salat gegessen, weil uns das irgendwie dann zu spät war für den Tag. Und heute gibt's Hähnchengeschnetzeltes mit Spätzle. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Hier steht, es dauert upsala, 30 bis 40 Minuten. Ich bin echt mal gespannt. Bei unserem ersten Gericht stand ja 15 Minuten. Kochzeit war wirklich 15 Minuten. Aber mit Auspacken, Schnibbeln etc. war das eher schon eine halbe Stunde. Also tippe ich mal hier, dass ich bestimmt eine Stunde dran sein werde. Sieht aber sehr gut aus. So, jetzt gibt es ja hier Hähnchengeschnetzeltes mit Spätzle. So soll das dann später aussehen. Das ist die Nummer 14. Da haben wir einmal hier die Hähnchenbrust. Die werde ich gleich klein schneiden. Und dann packen wir mal das Paket hier aus. Einmal 100 Gramm Champignons. Ein Kräutermix, Petersilie aus Italien und Thymian aus Deutschland. Dann haben wir hier 200 Gramm Kochsahne. Ein Apfel. Eine Gewürzmischung. Mit Muskatnuss bin ich jetzt nicht so der Fan von. Und die Spätzle. Und Hühnerbrühe. Das Ganze soll jetzt 30-40 Minuten dauern. Wasche Gemüse und Kräuter. Und tupfe das Fleisch mit Küchenpapier ab. Haben wir alles da. Hier hat man sogar noch die Nährwerte pro Portion oder pro 100 Gramm. Portionen sind dann 500 Gramm, 580, 763 Kalorien, ist schon ordentlich. Deswegen haben wir uns auch gedacht bei dem Gericht, dass wir das, wir haben jetzt 14 Uhr, so gegen 15 Uhr essen. Und eigentlich essen wir immer ziemlich spät, damit man dann abends danach nichts mehr isst. Aber hierbei dachten wir uns ein bisschen früher, weil es so mächtig ist. Die ersten zwei Schritte habe ich jetzt gemacht. Ich musste gerade, ich zeige euch das mal. Thymian abzupfen hieß es da. Erst und letzte Mal sage ich euch. Champignons, Äpfel und das Fleisch ist abgetupft. Das schneiden wir jetzt klein. Petersilie abgezupft, grob gehackt, Fleisch auch. Ich brauche jetzt hier zwei Pfannen. Hab zur Hilfe den Zettel hier oben. Und ja, jetzt geht's ans Eingemachte. So, das Fleisch ist angebraten, die Champignons ist jetzt dazugegeben. Jetzt muss ich das Ganze noch 3 Minuten weiter anbraten. Die Spätzle sind parallel auch schon drin. Dann kommt gleich der Apfel dazu, die Sahne und dann sind wir schon auf der Zielgeraden. So, das Essen ist jetzt fertig. So sieht es hier aus. Also ich frage mich, wie hier das Fleisch so ohne Soße angerichtet werden kann, wenn alles zusammen in einer Pfanne ist mit der Soße. Ist doch nicht so ganz der Wahrheit entsprechend. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, finde ich. So, ihr Lieben,
Morgen, heute ist Freitag. Es ist echt sonnig, aber der Schnee will nicht schmelzen. Ja, wir fahren jetzt gerade nach T-Dogs. Wir haben für die Mama einen Boden, so einen PVC-Boden bestellt und den holen wir jetzt ab. So, ich sehe gar nichts. Ist echt heftig mit der Sonne gerade. Und das schimmert so wegen dem Schnee, ne? Das stört voll in den Augen. Genau, den holen wir jetzt ab. Und Ermin wird den Boden legen. Das hat er noch nie vorher gemacht. Aber er wird sein Bestes geben. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ja, schauen wir mal. Und ja, die brauchen jetzt, also wir haben den gerade geordert telefonisch und die brauchen eine Stunde, bis die den zurechtschneiden. Und so lange fahren wir eben nach McDonald's und holen uns da Frühstück. Weil was sollen wir sonst machen? Gibt ja kein Frühstücksbuffet. Bei Mac ist wenigstens im Auto frühstücken. Mal gucken, ob ich heute einen Kakao kriege. Uiuiui. Wie letztes Mal. Ich bin ja gespannt. Nach Coupons. War das ja, ich gucke genau erstmal nach Coupons gucken. Und guckt mal, Leute, ich bin mit Wärmflasche unterwegs. Da kann man schön die Hand so drunter legen. Und dann bleiben die schön warm. Der Ermin kann das auch zwischendurch. Einfach so die Hand drunter legen. Dann hat er warme Hände. Ne? Oh ja. Jawohl. Ja? Das wär's dann. Dann 8,99 Euro, 4,29 Euro und 1,99 Euro bis zum letzten Fenster. Vorfahren bitte. Alles klar. Erinnert ihr euch an diese Kaffee-Kakao-Problematik? Und da ist der Übeltäter. So, nochmal die Fanta und danke. Einmal kurz vorne links bitte warten. Jawohl. So, unser Frühstück. Glückwunsch zu den 2 Kilo. So, haben wir jetzt bekommen. Brauchst du Hilfe? Nee. Ist leicht, ne? Ja, Mann. Aber passt es rein? Oh. Scheiße, okay. Deswegen hatte ich gestern gesagt, wir brauchen Schnürsenkel. Ja, die passen nicht so ganz rein. Dann müssen wir hier zubinden. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, woher der Schnee kommt. Und die schneit die ganze Zeit, aber es schneit nicht. Es kommt bestimmt von irgendwo hier oben. Schön machst du das. Huch! Da lobt man dich einmal. Da ist sogar was abgegangen. Was ist abgegangen? Ja, super, Schatz. Danke. Was? Dankeschön. Hast ja Leim genug, kannst du wieder dran kleben. So, wir mussten ja jetzt hier ein bisschen rumexperimentieren. Ein bisschen Auto kaputt gemacht. Jetzt muss man gerade provisorisch. Danke übrigens. Immer wieder gerne. Und ja, so sieht der Beifahrersitz aus. Und Vicky's Beauty World sitzt da hinten. Mit der Decke. Gut, dass ich hier eine Decke habe, weil hinten ist alles offen und der Kofferraum ist offen. Gleich wird es mega kalt hier drin. Ich muss die Dinger hier festhalten. So, und jetzt einen kleinen Roadtrip. Los geht's. Oh Gott. Wie fahre ich denn am besten? Mama, was wir alles für dich tun. Siehst du das? Ich zeige euch heute noch meine aufgebrauchten Sachen, damit das einmal wegkommt. Weil ich hatte jetzt einmal von Domoso einen Weichspüler geholt, Frühlingsfrische, weil ich jetzt, weiß ich nicht, keinen teuren holen wollte, aber das war nichts. Also es hat nach nichts gerochen.
Dann habe ich hier, also das werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Die Haare haben richtig nach Banane geduftet. Ach, das ist es gar nicht, Moment. Habe ich mich beide aufgebraut? Ich hatte doch einen Conditioner. Mal eben hier suchen. Doch, da ist er. Also, von The Body Shop einmal Banana Conditioner und einmal Banana Shampoo. Beides sehr, sehr gut und auch macht die Haare schön fluffig. Die riechen dann so gut nach Banane, also kaufe ich auf jeden Fall wieder nach. Und dann hatte ich hier von The Body Shop Vanilla Pumpkin, das war im Adventskalender von Ermin drin. Und es war wirklich mein Lieblings-Lieblings-Duschgel. Es riecht einfach so, so mega lecker. Bitte probiert es mal aus. Werde ich auf jeden Fall auch nachkaufen. Dann habe ich hier ein Badesalz von Isana. Moment der Entspannung. Ich glaube, das war noch von den Sachen, die ich von den Adventspäckchen bekommen habe. Von den Abonnenten. Hier einmal WC-Duftstein Orange von Kaufland. Dann habe ich hier so einen Cognac-Schwamm, der kommt weg. Kann man eigentlich immer wieder benutzen, aber ich benutze jetzt die Tücher von Clear Beauty. Die finde ich super. Dann hatte ich hier einen Raumduft von Rituals, Oris Mimosa. Fand ich sehr, sehr gut. Hat so ein bisschen nach, wisst ihr ja, ne? Frisch geduschter sexy Mann gerochen. Fand ich aber ganz gut. Würde ich eventuell nachkaufen. Ich will aber erstmal die anderen ausprobieren. Und ich habe im Badezimmer noch diese wilde Pflaume oder wilde Feige, glaube ich, ist das. Genau. Dann habe ich hier einen Conditioner aufgebraucht von System Professional Keratin Conditioner Creme. Fand ich auch sehr, sehr gut. Würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Hier habe ich einmal Binden von Olivia. Ich weiß gar nicht, von welchem Laden das war. Hier habe ich auch so einen Reinigungshandschuh. Der kommt auch weg, weil ich ja jetzt, wie gesagt, Clear Beauty verwende. Von Duschdas hatte ich eine Bodylotion mit Wassermelone. Nee, Gurke, genau, Gurke und Melone. Müsste ich jetzt nicht nochmal haben. War nicht schlecht, aber war eher so ein Sommerprodukt. Ey, die sind wirklich super. Das sind so etwas, was man als skurriles Ding benutzt. Dieses skurriles Ding irgendwie nennen kann. Von Theratherm 10 wärmer, aber mega, mega gut, weil es wirklich über Stunden hält und richtig, richtig heiß wird. Also manchmal muss man sich die abkleben und auf eine andere Stelle aufkleben. Ich verlinke euch die nochmal unten in die Infobox. Die sind wirklich richtig gut für den Winter, wenn man kalte Füße hat. Hier noch so ein Scrub-Ding für den Körper. Kommt weg, habe ich auch mega lange. Ich habe es aber auch fürs Gesicht benutzt, deswegen kommt das jetzt alles weg. Hier habe ich die nochmal und hier noch ein paar Sachen. Moment, ich hole die mal eben alle raus. So, genau, das sind ja hier Clear Pads, ne, von Clear Beauty, die benutze ich gerade. Kann ich euch auch unten in die Infobox nochmal verlinken. Mega, mega gut, wie so Mikrofasertücher fürs Gesicht. Kriegt man alles ab, nur mit Wasser. Ich liebe diese Teile, also ich benutze nur noch die. Dann von Rituals ein Hair and Body Parfum habe ich aufgebraucht hier mit Indian Rose und Himalaya Honey. Hat sehr gut gerochen, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Aber bei Rituals, finde ich, hält der Duft einfach nicht lange an. Die riechen wahnsinnig gut, aber es hält einfach nicht lange an. Und dann habe ich ein Serum aufgebraucht von Yves Rocher, das Elixir Jeunesse. Das benutze ich sehr gerne. Da habe ich auch die Creme, glaube ich, zugeschickt bekommen von einer Abonnentin. Habe ich gut vertragen, fand ich sehr gut, auch auf der Haut so ein geschmeidiges Gefühl, super gutes Serum, würde ich immer wieder nachkaufen. Ich versuche aber jetzt noch die anderen, die ich habe. Von Balearen ein Schaumbad, Underwater Friends für Alexandro, hier nochmal so ein Pflegebad von euch. Ja, das waren meine Aufgebrauchtsachen, ihr Lieben. So, ihr Lieben, gerade Wäsche aufgehangen und guckt mal, der Mann ist auch fleißig. Schön gründlich machen, ja? Ja. Du weißt, dass man den auch stärker stellen kann? Nein. Hier oben. Das ist ja so eine Dyson-Nachmache. Ah. Gut? Der ist echt gut, der Staubsauger, Leute. Der ist genauso nachgemacht wie der Dyson, auch von der Farbe. Also, ich kann den echt empfehlen. Wenn ihr Interesse dran habt, verlinke ich ihn euch nochmal unten in die Infobox. Ja, ich bin hier noch ein bisschen am Blog bearbeiten.
Wäsche ist gewaschen. Alexander ist von der Schule gekommen, darf jetzt Fernsehen gucken, ist am Essen. So, heute werde ich mal kochen. Hier hat der Ermin gerade Hot Dogs gemacht fürs Kind. Und heute gibt es bei uns das Gericht 18. Hackbällchen mit gebackenem Sellerie. Und ist der Gurkensalat dabei? Nee, ist der nicht. Doch, ist. Gurke ist auch dabei. Das gibt's heute, Schatz. Mhm. Ich dachte, der Gurkensalat wäre nicht dabei, aber ist auch dabei. Ich habe überhaupt keinen Hunger wegen McDonald's heute Morgen. Mir ist auch richtig schlecht. Später, ne? Und hier haben wir noch Mon Cherie. Wollten wir eins der Schwiegermama bringen. Übermorgen fahren wir wahrscheinlich dahin. Und für meine Mama morgen sind wir zum Essen eingeladen. Let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little.